Hey Leute und willkommen zur Weiterführung unseres Let's Plays von Age of Wonders 2. Das letzte Mal haben wir die Mission Feuer 1 abgeschlossen und beginnen heute mit der Mission Feuer 2. Wir übernehmen unseren Helden Belendor oder wie er genau hieß und ja, starten jetzt ganz einfach. Ja genau, am Ende hat er ja nochmal einen ordentlichen Schub Erfahrung gekriegt. Führungsqualitäten sind immer gut, die bringen der ganzen Gruppe, wo er sich drinnen befindet, ein Bonus, Statistiken, Angriff, Verteidigung und so. So, unser Plan hier ist, also laut Story, eine Heimat für unser Menschenvolk zu finden. Und also wir lernen jetzt, dass man Außenposten bauen kann und dass hier zum Beispiel ein guter Platz dafür ist. Deswegen bauen wir doch einfach hier einen Außenposten. Ansonsten ist der Plan, zwei Zauberer in dieser Map auszuspielen. Und ja, schauen wir mal, wie wir das machen. Genau. Wir haben am Anfang zwei Pioniere. Einen setze ich halt gleich ein, um hier den Außenposten zu bauen. Den anderen hebe ich erstmal auf. Muss ja nicht immer gleich alles nutzen, ne? Weiß gar nicht mehr alles von der Map, aber das ist ja eher gut, dass es nicht so, oh, nicht so langweilig vielleicht ist für die Zuschauer. Im Sinne von, es gibt mehr Überraschungen vielleicht. So, das ist zum Beispiel eine positive Überraschung. Nee, Führungsqualitäten weiter ausgebaut. Na, eigentlich will ich hier Shira abholen. Mit denen könnte man reden, das tue ich doch glatt. Akzeptieren. Der kann schwimmen, deswegen setzen wir ihn mal hier im Wasser ein. Und ansonsten, du verteidigst noch mit. Ihr macht dann hier einen Konvoi mit unserem Pionier. Merlin geht schon mal ein bisschen fort. Vorwärts. So, und die versuchen jetzt mit der guten Gira zu reden. Ja, das ist jetzt eine Tikanerin, die Yaka, den wir in der letzten Mission kaputt gemacht haben, nicht mag. Und genau, sie würde uns jetzt helfen, um zu zeigen, dass nicht alle Tikaner so böse sind. Okay. Alle Gruppen haben gezogen. Gut. Genau hier möchte ich hin. Hier, zu diesen Städten. Dafür habe ich den Pionier aufgehoben. Die ist ein bisschen zu langsam. Und die halt hinterher geschickt. Hier ist nämlich ein schöner Eilbeerbaum und da möchte ich dann die Kollegen hier halt schnell zu den Städten kommen lassen. Gut. Das wird jetzt in meine Reitertruppe. Ganz nett, so die Leute ein bisschen von Bewegungspunkten aufeinander abzustimmen. Sieht auch gut aus. Kommst du mit dir her? Klasse. So, ne? Wie immer schön nochmal sicher. Ah, das habe ich natürlich nicht gemacht, ne? Den Bogen hätte ich übergeben können. Na, vielleicht kommen sie noch mal bei ihm vorbei. Oder später habe ich vielleicht noch genug Mana, um das einfach rüber zu schicken. Gut. Ich glaube, ich sage immer gut viel zu oft. Aber so ist das manchmal. Jeder hat so seine
Redewendung. Schießen. Ist auch noch Stufe 1, ne? Aber kann zaubern. Zaubern ist gut. Perfekt. Wie immer versuchen, möglichst viel Erfahrung auf den Helm zu holen. Schön wäre eigentlich, wenn sie noch ein bisschen Erfahrung kriegt, weil sie noch relativ niedrige Stufe hat. Sehr gut. Anti-Magie-Ring, Zauberschutz, Widerstand. Naja, nicht verkehrt. So, dann werde ich noch diesen Hoch auf mir einnehmen. Und diese Rohstoffe bringen mir jetzt noch herzlich wenig, weil ich bis jetzt nur einen Außenposten habe und dort nur eine Mauer gebaut werden kann. Da kommt da nicht viel raus. Und weiter geht's. Good old Merlin. Ich schaff's nämlich nicht rechtzeitig, ne? Machen wir das mal so. Könnte ich Merlin doch mal noch dahin schicken. Er ist ja dann recht schnell. Muss ich mir noch überlegen. Das machen wir auf jeden Fall erstmal auf die kleine Gruppe hier. Und dann gucken wir weiter. So, wie immer erst die Fernkämpfer und auf die ohne Schild. Ja, okay, das ist der Stand ist sehr gut. Der steht schon besser. Aber auch noch einmal, ist ja egal. Kann es wieder zaubern. Müsste ihn noch treffen. Noch? Einwandfrei. So, ah, das ist nicht gut. Der Kollege hat nämlich Lanze und die haben nicht so große Stats. Du bist eh relativ niedrig im Leben. So vielleicht. Dass er nicht so nah an ihm ist. Ich meine, die sind jetzt gerade alle beritten. Aber er zum Beispiel ist natürlich ein bisschen, ne? Besser. Ja, ich möchte es wieder meinen Helden geben. Der ist Bellendor, ist schon recht weit, aber Shira noch nicht. Fehlt einmal, ist gut. Okay, los geht's. Guter Treffer. Zwei gute Treffer und der ist weg. Der legt jetzt einfach diesen auf den Boden und geht dann seinen normalen Weg. Ja, eigentlich wollte ich ja auch. Also es schadet auf keinen Fall in die Richtung hier oben auch noch ein bisschen zu erkunden. Können wir die erstmal machen. Die Wölfe kriegen sie zu zweit vielleicht auch noch kaputt. Ja, vielleicht. Dann geht es ja fröhlich weiter nach vorne. Und nächste Runde. So, Holzwall wurde gebaut. 13 Runden. Wollen wir das mal ein bisschen beschleunigen. Sehr gut, die kriegt schon ein Level up. Ein Fernkampfskill kann nicht schaden.
Die holt sich zwar jetzt den Bogen, aber den kann sie auch Belendor abtreten. Okay. Weiter übers Wasser. Gibt es hier irgendwas Nettes? Ich glaube, schauen wir mal. Haben wir uns das Mana und auch Gold. Zack. Jetzt sind wir das Verteidiger. Er geht auch mal wieder zurück. Vielleicht kann man hier oben ein bisschen was reißen mit ein paar kleinen Einheiten schon. Ja, das Gehöft werde ich jetzt auch noch nicht aufbauen, ne? Ich will zu den Städten. Städte bringt deutlich mehr als so ein bisschen so ein paar zum Gehöft oder sowas. Hab erstmal jede Menge Mana gekriegt. Gefunden, besser gesagt. Da ist Carissa. Die ist mir sehr freundlich gesinnt, wie man sieht, die bietet mir gleich mal den Frieden an. Ja, also die freut sich, dass wir Jaka besiegt haben und warnt uns vor dieser eissauberen Artika, die wohl im Norden irgendwo abhängt. Genau, und die ist uns aber soweit ganz freundlich gesinnt. So. Und ihr wollt auch nach oben gehen. War nämlich doch was, ne? Ja, wird aber verteidigt. Unabhängige. Ob man die mit dem physischen Schutz, ne? Physischer Schutz ist natürlich unpraktisch. Ich könnte es aber probieren. Ne? Lame Action incoming. Ja, Gabriel warnt uns für ATK auch nochmal. Meinetwegen. So. Ziel ist, auf Entfernung zu bleiben und möglichst viele Pistolenschüsse vor dem eigentlichen Nahkampf zu kriegen. Und das ist schon mal richtig kacke gelaufen. Hier ist nämlich der, hat es der Boden blockiert. Und der schafft einen Angriff. Ja, das war somit das Schlimmste, was passieren kann. Erfolg vom Zweitschlimmsten. Ich glaube, einmal will ich das noch probieren. Ich bin der Meinung, dass das möglich ist, wenn ich nicht so Pech habe. Oder mich so dumm anstelle. Kann man halt so sehen, wie man will. Ein Schaden, naja. Okay. Ja, da fällt. Oh, war schon knapper. Aber wir brauchen wohl noch eine zweite Einheit dazu. Ja, die kriegen wir ja irgendwo ran, ne? Reicht ja vielleicht schon eher. So. Eigentlich muss man jetzt noch ein bisschen vorsichtig sein mit seinem Zauberer, weil wenn er jetzt einfach sterben würde durch irgendwelchen zufälligen Quatsch, dann wäre es natürlich auch schon ganz schnell verloren, aber ich weiß ja erstmal, dass da nicht viel kommen wird. Da lag noch ein bisschen Gold rum. Ansonsten weiß ich gar nicht. Ich glaube, es gab hier noch eine hier, die Ruine dort und ansonsten gab es hier glaube ich gar nicht viel in die Richtung. Was es jetzt aber gibt, eine Orkstadt. Und wenn ich jetzt Friedenswächter wäre, ne? Jetzt kann ich die nur besiegen und die Stadt einnehmen. Als Friedenswächter hätte ich die mit denen quatschen können und Gold habe ich ja eine ganze Ecke, die für Gold übernehmen können. Aber okay, Dummheit muss auch bestraft werden, ne? Hier in Salze.
Alle Gruppe haben gezogen. Was mache ich noch? Ich versuche ihr mal ein Bündnis anzudrehen. Niemals annehmen, ja. Dann ist das wohl zu schnell noch. Also da gibt es immer den Berater unten bei Diplomatie, der einem sagt, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Angebot angenommen wird. Und das ist eigentlich super simpel. Er sagt halt entweder ja oder nee. Also es gibt noch den Fall vielleicht, aber da muss man nur ein bisschen mehr Ressourcen noch geben oder so und dann wird das angenommen. Da, das sind alte Asrak-Ruinen. Asrak waren so die führenden Wüstenvolk. Und ich könnte sie halt wieder aufbauen, ne? Wie er schon sagt, also Dinge aufbauen ist wesentlich schneller als Außenposten zu nutzen. Deswegen nutze ich das auch. Dann meine neue Hometown. Na, guck mal hier, das ist noch ganz praktisch. Zack, Forschungspunkte und wir haben unseren wunderbaren Ifrit. Feuerschein ist eine sehr gute Verzauberung. Ich möchte gleich mal so einen beschwören. Die sind nämlich echt relativ stark für von der Stufe 2 Einheit. Das wäre die Frage, kriegt ihr diese Wölfe besiegt? Das erfahren Sie in der nächsten Folge. Nee. Man unterschätzt diese kleinen Wölfe immer, die sind gar nicht so ohne. Jetzt die Frage, wie viel haben die? 32. Das ist erstmal okay. Könnte versuchen. Ja, das Treffen wäre natürlich schon ganz nett gewesen. Die Idee ist, dass sie möglichst halt auf den Nahkämpfer gehen und nicht auf den Fernkämpfer. Mal gucken, wie ich das gelöst kriege. Ja, Max, das war. Oh, man muss mal Glück haben. Glück ist mit der Dumme. er überlebt, er überlebt. So. Zwei Schaden, er hat drei Leben, ja. Macht jetzt ordentlich Bambule hier. Der hat auch noch viel zu viel Leben, ne? Sechs. Okay, wir warten auf Verstärkung. Ich hab's verstanden. Mit ihm müsste es dann machbar sein. Ja, das war's für diese Runde. Jetzt nimmt nämlich Carissa diese Stadt ein, ne? Wenn ich schneller gewesen wäre, wäre das meine Stadt gewesen. Erstmal ein paar Verteidiger, ne? Erstmal mit ihm hier nachgucken. Genau, daran erinnere ich mich. Ach, die verlangen sogar Geld. Ja, können sie machen. Das könnten doch schon meine ersten Verteidiger werden, nachdem sie erstmal ein bisschen erkundet haben. Immer noch ein bisschen erkältet. Ich hoffe, ich kann mir die meisten Huster und Schnupfer und sowas hier ein bisschen unterdrücken. Gut. Magischer Kraftpunkt, die zweite. Pistole müsste halt auch noch mal ein paar treffen. Nicht so. Den stellen wir jetzt noch hin, dass er möglichst viele Runden blockiert, damit er möglichst viele Pistolenschüsse vorher abgeben kann. Drei Schaden ist okay. Trifft sogar mal vorher noch. Komm, triff. Wieder drei Schaden, ist gut. Das könnte klappen.
Wenn man nicht noch super Pech hat. Ja, sehr gut. Hat geklappt. Und jetzt zurück zum Scouting mit ihm. So. Holy Crips. Ja, ne, erklärt uns, dass man hier vielleicht Glück haben könnte, wenn man nach Schätzen sucht. Verteidiger schwach, was heißt schwach? Einen Drachen, ja. Das kann von es läuft sehr gut zu das wird der absolute Horror gehen. Aber wir verteilen mal jetzt ein bisschen die Artefakte neu. Jetzt haben wir 1, 2, 4 Einheiten mit Fernkampfattacken. Das könnte klappen. Die Frage, wie viel wir verlieren. Kommt doch an, wie der Drache sich entscheidet. Also er hat auch noch schwarzen Atem, den er wahrscheinlich nutzen wird. Da müssen wir uns halt ein bisschen aufstellen, dass er möglichst wenig damit trifft. Also der Atem, der hat eine ganz so eine konische Form, also der kann richtig viele Einheiten treffen. Aber der erste Bogenschütze hat schon ganz schön vorgelegt hier. Meine Fresse. Ja, das Giftpfeile, Gift trifft ihn ja nicht, weil Skelett, aber der physische Anteil. Okay, ganz okay. Und Bogenschießen, das könnte jetzt schon, ja. Wie gesagt, von es läuft absolut spitze zu es ist der absolute Mist. So, die Waffe ist nicht so gut. Also sie hat ganz schön gute Eigenschaften, aber physische Schwäche ist halt ganz schön riskant. Gerade auf einen Helden, der noch relativ niedrige Stufen hat. Also 1 bis, was weiß ich, 3, 4, 5. Oder geht die nur in Angriff? Das ist auch okay. Holt sich gar nicht die Stadt. Wenn ich schnell genug bin, könnte ich die noch holen. So, zap, zap. Gebäude wieder aufbauen. Er geht noch ein bisschen auf Scout-Tour hier hinten. Merlin geht nach Hause sozusagen, in der großen Stadt. Da würde ich dann auch irgendwann einen Zauberturm bauen. Momentan aber fehlen mir dazu noch ein bisschen die Ressourcen. So, und ich glaube hier unten gab es gar nicht so viel. Da geht es dann zu Carissa und so. Da möchte ich eigentlich gar nicht hin. Deswegen ist euer nächstes Ziel Orkstadt. So wie zum Thema See, der ist gar nicht so groß. So. Mine die zweite. Da sollten wir bessere Chancen haben. So. Armbrust. Ja, das ist doch mal ein Treffer. Und er trifft den zweiten Schlag nicht. Er ist nicht so der große Kämpfer, hab ich das Gefühl. Der große Schütze ist hier. Super. Jetzt ab in die Höhlen mit euch. Feuerschein erforscht. Ja, Freiheit ist eigentlich ganz nett. Ich rede nochmal mit ihr wegen einem Bündnis. Ein fairer Vorschlag, finde ich auch.
Und jetzt, also fairer Vorschlag, sagt er halt 50-50. Wenn ich da noch ein bisschen Mana dazu tue, ne? Nimmt das auf jeden Fall an, nimmt sie es auf jeden Fall an. Oder? Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. So. Ifrit beschwören. Machen wir dort. Ein Schütze. Die haben wir auch wieder aufgebaut. Du versuchst diesen Knoten einzunehmen. Du versuchst. Das heißt, versuchen, nimmst du das Gold. Und du baust dann hier noch zur Verteidigung zwei Kämpfer. So, drei. Super, in zwei Runden haben wir es. Also, Häuserbahn verdoppelt die Geschwindigkeit, in der Bewohner in der Stadt dazukommen. Bereitet sich hier vor, wir nehmen die Orkstadt ein. Orks sind meine Lieblingsvolk, Rasse oder wie auch immer man es nennen will hier. Warum, werden wir dann sicher noch sehen. Bündnis angenommen. So, jetzt werden die Hunden zwar ein bisschen länger, weil wir jetzt mal die alle Züge von ihr sehen, aber das hat auch andere Vorteile, also sie scoutet für unten für mich und so weiter. Sie hat hier so ihre Hauptstadt und im Untergrund noch einen Außenposten eher. Genau. So. Du dorthin, du dahin und hier oben ist noch eine Orkstadt. Soweit ich weiß, genau. Die ist jetzt ein bisschen besser verteidigt. Kriegen wir, denke ich, aber trotzdem eingenommen. Du wartest noch auf Verstärkung. Ihr seid hier Verteidiger. Und ihr geht hier mal zusammen runter. Schaut mal, was es zu sehen gibt. Okay, wir finden Arktika. Bla bla bla. Ihr seid alles Idioten und das ist mein Land. Naja. Das werden wir noch sehen. So. Ich kann ja mal versuchen, sie anzugreifen. Ich glaube aber nicht, dass ich Erfolg haben werde. Wenn nicht, dann kann ich versuchen, sie angreifen zu lassen. Dann habe ich wenigstens einen Zugvorteil. Ja. Wie immer passiert immer so das Schlimmste, was passieren kann. Pistole, wenn es trifft, ist gut. Bleibt gefroren. Er hat ihn jetzt aufgetaut mit seinem Angriff. Das ist eigentlich ganz gut. Ich muss nur noch ihn hier kaputt kriegen. Eine Hexe kann sehr nervig sein. Ah, das hasse ich dann, wenn die irgendwie gehen, wie man es nicht will. Ich auch nie wollte. Das ist unten lang gegangen, ich wollte aber oben halt, dass er sich nicht, ihn nicht trifft. Und genau deswegen könnte es jetzt wieder knapp werden. Wegen so einem Scheiß. Ja. Warum trifft er nicht? 80% oder sowas immer und er trifft sie nicht. Prozent. Jetzt trifft sie ihn und das war's. Also, mal ganz ehrlich, wie viel Pech kann man haben?
Diesmal hat sie ihn nicht getroffen. Das sagt aber erstmal noch gar nichts. Erstmal diesen Bogenschützen, weil die Frostlinge, so klein wie sie aussehen, ihre Bogenschützen sind echt gut. Besser als vorhin. Und jetzt haben wir mit derselben Ausgangssituation einfach steht jetzt 3:1 anstatt umgekehrt. Also was heißt umgekehrt, vor uns war es am Ende 1:1. Sie versucht halt jeden einzuführen hier. Was halt Frosthexen so machen, ne? Gibt's doch nicht. Lebt immer noch. Macht sich ganz schön unbeliebt hier. Und jetzt aber. Sehr gut. Das lief doch besser. Okay. Ich möchte mal noch einen Höllenhund beschwören, um ein bisschen besser scouten zu können im Norden. Was man nämlich auch jetzt machen kann, dadurch, dass ich eine Verbündete habe, man könnte jetzt verhandeln und Zauber oder wenn sie Items hätte, könnte man versuchen mit ihr zu tauschen. Ansonsten kann man halt so gut wie jedes Gebäude mit ihr tauschen oder halt einfach Gold und Mana. Nee, machen wir es anders. Du sparst auf den Zauberturm. Genau, nächste Runde machen wir das. Und hier werden wir dann Pioniere bauen. Oder einen, um das Gehöfte wieder aufzubauen. Und du baust dir mal Kasernen. So, Lebenknoten gefunden. Und mehr gibt es hier aber nicht, glaube ich. So, weiter geht's hier unten. Er kann ja ein bisschen nach Süden erforschen, gucken, ob er was findet. Und jetzt gehen wir uns mal um diese Orkstadt. Die wollen sogar verteidigen. Bei der Übermacht hätte ich gedacht, die geben sogar auf. Bei Orks, ne, finde ich schon alleine diesen Axtschwinger hier so cool. Der hat einfach 8 Verteidigung, was für so eine Anfangseinheit schon echt viel ist. Und auch wie er aussieht mit seinem Helm und der Axt. Ich würde ja gerne diesen Kollegen ja loswerden. Er will noch nicht. Das lief ja ganz flüssig. Jetzt können wir hier erstmal eine Kaserne bauen. Und dann ein paar Verteidiger hinterher. Jetzt kann ich meinen Höllenhund beschwören. Damit er möglichst weit im Norden. Ah, die stellt sich. Brücke, gut. Muss ich ihn wenigstens hinter der Brücke beschwören. Weiter geht's. Mal ein bisschen weniger in der Forschung drücken, dass wir auch noch
keinen Minus-Mana machen jede Runde. Hier eine ganz schöne Truppe. Ich weiß gar nicht, was hier. Was sie hier vorhat. Woher hat sie eigentlich diesen einen Menschen dort? Frage ich mich. So, hier bauen wir jetzt den Zauberturm. Du musst noch eine Runde warten. Und dann baust du eine Waffenschmiede. Zu den Verteidigern. Ach, hier haben wir noch eine Stadt. Das ist praktisch. Die bauen wir doch auch auf eher als dieses Gehöft. Ja, das sieht unverteidigt aus, aber Frostlinge sind halt. Die haben Schneetarnung, die so. Und deswegen sieht man die nicht. Schaffe ich theoretisch nicht. Warte mal mit Schnellgefecht. Ja, das wird nichts. Deswegen gehen wir doch erstmal weiter. Das ist auch schwer einzunehmen, dann so eine Stadt von Frostlingen, weil so gut wie alle von denen haben Fangkampfangriffe und können sich dann hinter ihren Mauern verstecken. Und da kommt man halt schlecht rein. Eben weil auch die Frostlingen Bogenschützen sehr gut sind und alle anderen Fernkampfangriffe auch einfrieren können. Und eingefroren zu sein ist ganz schön blöd. Okay, mehr Gold, sehr gut. Du sollst immer noch dorthin. Du sollst immer noch hier nach Süden gehen. Und diesen Straßenfetzen hier folgen. Im Höhlen sieht man natürlich sehr wenig, seit man hat Nachtsicht. Was dies hier nicht. Oh, oh. Hab ich gerade was entdeckt? Oh, uncool. Die dürften den Höllenhund besiegen, aber ich würde gerne diese Rohstoffe kriegen. Wie viele Verteidiger gibt es hier? 6, ja. Aber keine Mauer, das kriegt man hin. Dann können wir mehr oder weniger einfach auf sie zurennen. Seht ihr, was der Punkt, was sie an Fangkampfmöglichkeiten hier haben. Einen eingefroren und einen ganz schön gut getroffen. Aber durch nochmalige Angreifen haben sie den eingefrorenen wieder aufgetaut. Die alte Prämisse, möglichst viel mit Helden. Deswegen holt sie mal einen mit dem Feuerball runter. Er greift einfach so an. So. Feuer sind sie ja anfällig, die guten Frostkollegen. Das ist ganz gut. Ansonsten versuchen wir mal möglichst viel mit Helden zu erledigen. Schrägstrich nur. Das klappt ja erstmal sogar ganz gut. Noch 3. Ja, das hatte ich befürchtet, dass hier was passiert. Doch mal mit ihm ein bisschen vorgehen. Nicht, dass sie durch irgendeinen dummen Zufall noch mal einen Heldenbrot machen. Und jetzt wieder zurück, weil er eine Kälteschwäche hat. Nicht, dass sie ihn dann doch noch treffen und kaputt machen. Seht ihr, wie viel Schaden es gemacht hat? Unglaublich. Wenn sie ihn mal treffen, dann natürlich immens. Okay, jetzt haben wir hier die Stadt eingenommen. Erstmal 2 Verteidiger produzieren und einen Holzwall bauen. Ja, sie wird wahrscheinlich diese Stadt übernehmen. Gehen wir hier mal in den Untergrund. Ach so, das war vielleicht nicht gut. Sonst kommt sie jetzt zurück und
Na, müssen wir mal gucken, was er da macht. Wie klug sowieso ist. Die gute Arktika. Ja, sie hat jetzt die Stadt übernommen. Das ist okay. Solange es nicht der Feind hat, ist okay. Extra Angriff ist richtig gut. Wälle erklettern ist nett, Verteidigung ist aber auch richtig cool. Bin mir unsicher. Wälle erklettern braucht sie nicht unbedingt, weil sie ja zaubern kann. Deswegen Verteidigung. So, hier haben wir jetzt, können wir jetzt ein bisschen Verteidiger bauen. Oder bauen wir erstmal nur zwei und dann einen Holzwall. Und dann nochmal zwei. Wir sind heute jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. In der vorigen Mission war das ja ein bisschen tricky, dann dadurch, dass ich keine Verteidiger gebaut hatte. Und ja, kam mit jedem möglichen kleinen Scheiß rumkam und mir Sachen erobert hat. Die hatten Schiss jetzt von mir, das finde ich gut. Super, haben wir uns die Holzmauer hier gespart. Das ist jetzt nicht die Riesenersparnis, aber Zeitersparnis ist auch was. Okay, die ist einfach nach oben gerannt, das finde ich gut. Ja, wenn ich die nämlich jetzt hier alleine lasse, die Stadt, dann wird sie sicher eingenommen. Wir könnten aber ein paar Verteidiger nach vorne ziehen. Das dauert zwar auch so ein, zwei Runden, aber dann haben wir wenigstens gleich ein paar mehr dort. Okay, eine Spinne oder vier Spinnen. Sollte jetzt auch erstmal nicht das Problem darstellen. Spinnen haben die Fähigkeit Netzspinnen, womit sie versuchen, der Einheit für 3 Runden halt zu stunnen quasi, also unbeweglich zu machen, kann auch keine Fähigkeiten einsetzen. Trifft nicht so gut unbedingt, aber wenn es trifft, ist halt nervig. Die will unbedingt leben, habe ich das Gefühl. Wie hat sie es geschafft? Der ist jetzt im Netz. Er ist jetzt noch für 2 Runden und kann nichts machen. Sie haben Giftangriff, also sie haben sie jetzt zum Beispiel gerade vergiftet. So, und sie holt sich die Erfahrung hier ab. Dann holen wir uns das Gold und nehmen diese Mine ein. Dann gucken wir weiter. Ich muss dann auch mal gucken, nicht dass die Videos so lang werden, also dieses 1,5 Stunden Video bei Feuer 1, das hat mich ewig gedauert hochzuladen. Deswegen will ich vielleicht die Videos jetzt maximal 1 Stunde gehen lassen, lieber kürzer. Deswegen mache ich vielleicht mal noch so 1, 2 Runden und dann würde ich erstmal eine Pause machen. Schierer Spott ist nett. Bogenschütze, Waffenschmiede. So, zwei Pioniere. Okay. Jetzt überlege ich hier, gab es hier hinten was zu sehen? Könnten wir ja rauskriegen, wenn wir einen Höllenhund dann mal irgendwann lang schicken. Ich glaube, da war ein Teleporter oder irgend sowas Verrücktes. Du bist Wächter hier, du auch. Zap, zap, zap.
Okay, ich glaube, hier gibt es. Oh, Eilbeerbaum. Ich weiß nicht, ob es da hinten überhaupt noch was zu sehen gibt. Ja, das ist das Ding, was ich meinte mit, ich lasse es zurück. Das sind auch nur drei Einheiten, aber es ist auch nur ein Verteidiger dort. Die kommen jetzt auch wieder aus dem Boden raus, da kriegen sie vielleicht Schiss. Und selbst wenn sie nicht Schiss kriegen, dann besiege ich sie halt. Und räume die Stadt zurück. Das klingt irgendwie vernünftig. So. Das ist jetzt schon eine größere Truppe. Kann ich viel los hier? Hier gibt es einfach nichts mehr. So, den Höllenhund wollte ich jetzt ja da nach unten schicken. Beschwöre ihn noch ein bisschen mehr in die Richtung, wo er dann auch hin soll. Und er kommt dann wieder dort zurück. Bald ist auch der Zauberturm fertig, dann haben wir ganz neue Möglichkeiten, was Beschwörereien angeht. Okay, aus genannten Gründen, dass die Videos nicht so lang werden, mache ich jetzt hier mal einen Cut. Genau. Bedanke mich fürs Zuschauen, wenn sich das hier jemand anguckt, und ansonsten sieht man sich dann bei der nächsten Folge, wo es dann weitergeht, hier in Mission Feuer 2. Vielen Dank und macht's gut.